Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Trustin Betrayal mit den Nefias und mit die Gorobei. Und mit die Gorobei. Wir sind wieder ja, im Team Blau. Ja, ich muss mal eben schnell wechseln. Wir haben uns ja vorhin den spektakulären Ossi-Raketen-Mondstart angeguckt. Spektakulär. Ich fand es doof, dass Anne so doof. Weißt du, da muss Anne einen auch einweisen, wenn sie da Glas reinsetzt. Ich dachte, da wären nur die normalen Wolken. Kann sie auch Bescheid sagen. Also. Ja, eben. Ich hätte ja dann gar nichts gesagt, weißt du? Aber sie sind ja trotzdem in die Wolke gerast. Es war ja auch ganz, also eigentlich war der Start ja ganz witzig, es war ja ganz episch. Hast du gesehen, dass die Minecraft-Figuren automatisch gewunken haben? Ja, die winken immer dann, ja. Da bist du. Lass gleich einmal zu Yuya und Sunny vorbeigucken. Warte, ich suche gerade den Spawn, da ist er, okay. Oh Mann. Weißt du, wie viele Folgen habe ich schon hier, ey? So, du weißt ja wo. Wir müssen hier lang, durch das Loch hier. Da unten, wo der Drache ist. Dieses hässliche Obsidian-Kasten, ey. Was hat Ruther sich denn hier ran gemacht? Fancy Slime Brick Cover. Ach süß, weiß er nicht mehr wohin mit seinem Schleim. Wahrscheinlich. Erstmal hier. Hier hat einer eine Dino-Ebene. Das ist Combo-Helden. Ja. Da hat er eigentlich ganz viele Dinos drin gehabt. Und dann. Ich bin abgestürzt. Sunny folgt uns. Und dann haben die. Wo haben die ihre Häuser denn noch? Hier oben ist Sunny. Ach, da oben. Also dieses rote oder was? Diese rote Hort hier oder was? Ja. Nee, ja, hier, das hier ist das Haus von Sunny. Das ja, hier. Aber oben drin, da wo das Gitter ist. Wo der Zaun ist. Ist das wenigstens Drawbridge? Nee. Ist ja lahm. Und von Yuya ist es das hier hinten. Auch keine Drawbridge. Wie bringen die den? Ach so, mit Türen. Oh, sind die langweilig. Ja, du zeigst mir jetzt was Cooles. Aber es ist cool ins Haus integriert, das muss man ja sagen. Es sieht besser aus als von uns. Ja, und wir haben Kästen. Ja, weißt ja, wir bauen. Ich schnapp mir jetzt einfach. Auch bei Crazy Block. Ja, wir bauen nur Kästen, ja. Okay. Aber bei Crazy Block sehen unser Haus, das wird noch geil. Das wird's mal sehen. Wir können das ja noch schön. Das ist ja nur die Grundbasis, weißt du? Alle ja, meckern schon, das ist ein Klotz. Nach oben hin wird's vielleicht rund. Man weiß es ja nicht. Crazy Block ist alles vorstellbar. So, jetzt mache ich hier Galaxy Craft. Bauen wir einen Raumanzug. Was brauchen wir dafür? Weiß ich noch nicht. Achso, man muss ja Add Galaxy Craft eingeben. Etliche. Ah, nee, warte mal, hä? Add. Ach, Galacticraft heißt das. Ich gebe immer Galaxy ein. So. Wir brauchen einen Heavy Duty Leggings. Aber da brauchen wir einen Kompressor für. Oh Gott, jetzt kommen die Maschinen von der Scheiß, von dem Scheißding. Also, Kompressor brauche ich. Und dafür brauche ich einen Circuit Fabricator. Oh, Leute. Okay, das dauert doch ein bisschen länger. Wir brauchen auch einen Oxygen-Kompressor, ne? Ja, damit wir Luft in unseren Anzug kriegen. Okay, es dauert doch. Da ist auf jeden Fall viel. Airlock-Controller. Ich baue das. Ich blau das. War ja wieder klar. Du kannst auf den Hals nicht voll genug kriegen. Aber es war ja ganz witzig, einfach so alle Leute zusammen aufzunehmen. Ja. Das sowieso. Der Circuit Fabricator zum Beispiel ist total simpel. So. Das muss man ja sagen, es war ja ganz witzig. Schon kein Bock mehr, so. Okay, Hey Nefias, du bist in deinem Haus, ne? Mhm. Bin ich noch grün und darf nicht? Nee. Okay, ich war kurz geschockt. Ich wollte vorhin fast echt reflexartig in mein Haus gehen. Ich weiß nicht warum. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, in Grün aufzunehmen. Hallo. Hallo. Wem hast du gerade die Waffe geklaut? Meine. Aua! Boah, dann sagst du, dass der vorhin so rumgeballert hat die ganze Zeit, ne? Was hast du hier in der Emerald Chest? Siggi. Ah, die ist schon ein bisschen größer, ja. Ja. Aber zu teuer. Und du kannst nicht sortieren. Richtig. Nur negative Sachen. Nur. Ah!
Die Sniper ist eigentlich ziemlich geil. Da bekommt man immer Lust auf TTT, wenn ich so eine Sniper. Warst du gestern dabei? Ich war gestern dabei, ja. Ich konnte ja nicht. War traurig ohne dich. Die haben auch gefragt, so, wo ist Nephias eigentlich? Ja, ich habe halt soziale Kontakte gepflegt. Das ist, muss auch mal sein. Ja, ja, Nephia. Ja, du hast sowas vielleicht noch jeden Tag in deiner doofen Uni da. Ich hab das ja nicht. Ja, doch bald vielleicht. Gucken, was für Menschen da rumlaufen. Wahrscheinlich werde ich so ein Drausi. What the fuck? Haust du gerade deine Gasstatue? Nein. Wer haut da eine Gasstatue? Welcher Pisser ist das? Hast du Angst gekriegt? Du warst das. Ich wusste aber sofort, dass das eine Statue ist. Nein, nein, nein. Zu Anfang hast du noch gedacht. Ich dachte halt, was ist das? Und dann habe ich erkannt, dass es ein Gast ist. Und dann dachte ich mir, na. Pisser. Hast du eine bekommen, ja? Nein. Achso, wer hat die denn? Was? Wer hat die denn, die... Oder ist ich hatte eine Gasstatue, ja, aber ich dachte, du meintest, ob ich eine Träne gekriegt habe. Ach so. Ach, Tränen, das wer braucht schon? Wer braucht schon? Wer braucht denn schon Tränen, ey? Weiß nicht, ich habe auch noch 20, also. Ach, mein Aquarium ist auch noch da. Mein Aquarium. Oh, wie viele Fische da drin sind, ey. Iron Ingot. Iron Ingot hab ich noch. So. Mein Drache hat irgendwie Leben respawned, so automatisch. Ja. Aber wie macht man das normalerweise mit seinem Leben? Da muss man dann Fisch geben, ne? Oh. Ich hält. Ich habe auf Enter gedrückt und meine Aufnahme war kurz weg. Okay. So. Das hatte ich letzte Folge aber auch, als wir zu viel aufgenommen haben. Da wollte ich zu deinem Portal dialen. Na, hab erst Enter Minecraft gedrückt, oder was? Er ist bei mir Minecraft abgestürzt. Ach so. Ich hab's jetzt schnell gemerkt, so. Musste ich kurz reloggen. Geleckt. So, ich wollte ja meinen Maschinenraum hier weitermachen. Letzte Folge musste ja anders gemacht werden. Anders. Wo hab ich denn... Hä? Da. Och, ich hasse diese automatische Reinlegemod, dass die nie geht. Oder was fehlt mir wieder? Ach, das ist Alu und kein Eisen. Ja, das erklärt einiges. Dann kann das ja nicht gehen. So, ich habe einen ja Circuit Fabricator. Ach ja, der kriegt ja Strom durch. Komisches Zeug. Ja. Wie heißt der normale, der normale Trichter? Hopper. Hopper. 5 Eisen, eine Kiste. Ja. Wenn mein Drache in seinem Raum ist hier, ne? Mhm. Und ich nicht falle, dann muss ich doch keine Angst haben, dass er wegspawnt, ne? Eigentlich nicht. Was sagt mir jetzt eine Kiste und 5 Eisen? Jetzt brauche ich einen Redstone-Repeater. Was würde ich für ein ME-System geben? Der Hopper befüllt aber den Pulverizer auch, wenn er oben nur drauf ist und ja, das Ding oben blau ist, ne? Ja. Eigentlich schon. So, dann gucken wir mal. Zumindest habe ich oben auf dem Dach 3 Hopper übereinander und lass das so laufen. Würde das gehen, ja, ne? Was denn?
So viele Hopper übereinander? Ja klar, der Hopper von dem Hopper da drunter nimmt, übernimmt das von dem Hopper da drüber und der da drunter, da drüber übernimmt das von da drüber. Also das ist eine Kette. Du erweiterst ja im Prinzip nur das Inventar des Hoppers. Wie pumpen die Dinger das dann automatisch ab? Das fällt raus. Kannst du dir so vorstellen? Nee, nicht die Hopper, ich meine die... Achso, Item-Duck dran, Servo dran und auf Ausgang stellen und Redstone an. Und dann pumpt er das raus. Ach, da muss ich ein Servo dran machen? Richtig. Das musste ich aber beim Fischer zum Beispiel nicht. Dann hat der, obwohl, die Maschine hat ihren eigenen Ausgang. Dann vielleicht nicht. Wenn die Maschine einen schon vorinstallierten Ausgang hat, dann nicht. Servo. Ich mach's trotzdem immer, ich weiß nicht warum. Glas, Redstone und Eisen, ja, das ist ja nicht so schwierig. Wobei, nee, habe ich den Servo nicht auch angebracht? Das ist bestimmt, weil die auf dem Mond sind. Allein, dass wir die einzigen Blauen sind. Ja. Was sagte ich jetzt? Was brauche ich für ein Servo? Glas, Eisen und Redstone. Ich hab dir nicht zugehört. Kompressor. Silikon kann ich auch direkt mitnehmen. Und das musste ich jetzt wo anbringen? Wieder was? Den Servo. Am Ausgang des Item Decks. Ja, da, wo er was rauspumpen soll. Du brauchst Servos immer nur da, wo du das Redstone-Signal dauerhaft brauchst. Und dann musste ich was machen? Das Redstone-Signal auf dauerhaft anstellen. Warte, ich komme gleich mal. Auf dauerhaft an war auf. Auf High, ne? Nee. Auf dem. Warte. Ich muss ich selbst gucken. Dauerhaft an war. Auf Low stellen. Aber im Fischer steht auf High. Bei High braucht er dann aber eine Fackel. Jetzt müsste er bei Low müsste er jetzt abpumpen. Ja, eigentlich schon. Tut er nicht. Warte mal. Habe ich was falsch gemacht? Wieso passiert da nichts? Kompressor. Ah, nein. Habe ich was falsch gemacht? Moment. Kompressor. Funktioniert ja nicht mit der Energie, die ich hier habe. Da kann man die nur einzeln reinlegen. Nee. Was kommt denn da unten links rein? Hier gar nichts. Da muss der Fackel rein. Läuft jetzt bei dir? Was? Läuft bei dir? Nee, noch nicht. Oder? Wo bist du denn? Ah, da in dem Anbau. Ja. Soll ich mal eine Tür reinbauen hier? Ach, nee, brauchst du. Das ist doch. Der soll doch rauspumpen, oder? Muss hier auf Rot stellen. Ach, der muss auf Rot und die anderen müssen auf Dings? Ja. Genau. Ah, ja, passt. Ja.
Habe ich das hier denn auch? Ja. Ah, das könnte so einfach sein. So kann man sich irren. Brauche ich jetzt für den doofen Circuit Fabricator keine RF? So. Konnte ich jetzt nicht noch ein Electric Furnace machen oder so? Ja. Kannst das auch alles so verbinden, dass das alles dann hintereinander durchläuft, dass das Pulver direkt in den Furnace geht. Ein Redstone Furnace, ne? Ja. Bricks, Copper, Machine Frame. Das Ding braucht Watt, das ist das Problem, ey. Galaxy Craft. Ach, Galacti, nicht Galaxy. So, Galacti. Oxygen, nein, nein, nein. Airlock, nein. Cargo, nein. Cargo, nein. Coal Generator. Oh, jetzt hat's geleckt. Ich hab nichts gemerkt, weil ich stehe gerade hier. Es gibt von Galactic Craft einen Terraformer, das ist eigentlich ganz cool. Na, ich glaube, ich brauche jetzt noch ein Furnace. Copper, Aluminium Wire. Das habe ich ja hier, das ist ja kein Ding. Der ist ja schnell gebaut. Kostet ja nix. Endgame-Content. So. Ah, nee, konntest du die Galacticraft-Maschinen nicht nur seitlich an... Ah, warte mal. Die können doch nur... die liegen doch immer, ne? Ja, du kannst die, glaube ich, nur seitlich anpowern. Warte mal. Ja. Ach, das war so eine Kacke. Okay, ich glaube, dann brauche ich doch nicht den Coal Generator. Egal, jetzt habe ich ihn. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, wenn ich den seitlich hier dran knall. Ja, jetzt hat er Energie. Okay, da muss ich ein bisschen umdisponieren. Habe ich noch Kabel unten? Galacticraft ist ja kacke. War wieder witzig, dass eben Dalo auch dabei war, obwohl er gar nicht da war. Ja, ja. Am Anfang dachte ich nur so, wie spricht der denn jetzt? Wo kommt der her? Und dann musste ich bei Teamspeak gucken und dann dachte ich, ah, okay. Ah, okay. Okay, okay, ganz ruhig, der Goro weiß es jetzt. Ganz ruhig, ich sag nix. So, machen wir mal da drei von. 1, 2, 3. Oh, das kann man bestimmt boosten. Hier ist so ein Boost-Slot. Oh, das Ding macht Geräusche, wenn es fertig ist. Oh, geil. Aber eigentlich ist es doch schon witziger, wenn man das mit einer Rakete macht, oder? Das ist doch... Ja, aber warum soll ich mir den Aufwand jetzt machen, ganz ehrlich? Er soll's ja nicht. Ich sag nur, dass es witziger ist. Ja, witziger ist es, ja. Und es wäre auch witziger gewesen, wenn sie wirklich die Ersten gewesen wären. Die ersten Ossis auf dem Mond. Das hat Dalu den ja nicht gegönnt. Also wenn ich vorgehabt hätte, schnell auf den Mond zu kommen, hätte ich den Ossis das wenigstens noch gegönnt, die Ersten zu sein. Man verliert ja nichts dadurch. Naja, die Dungeons sind geplündert und du kommst eventuell nicht schnell genug auf den Mars, um auf dem Mars der Erste zu sein. Gut. Ich frag mich ja, wann die Ossis dann auf dem Mars sind. Waren sie wahrscheinlich auch ganz groß dann. Liebe Familie. Liebe Freunde. Wir werden uns jetzt auf den Mars begeben. So. Weil es auf dem Mond keine Bananen gab. Randy, wir haben die Bananen vergessen. Nein! Das war witzig.
Ah, die Ossis. Deswegen dürfen wir auch Ossis sagen, die nehmen sich nämlich selbst ein bisschen auf den Arm. So. Das ist wieder scheiße, Goro. Goro, das wird scheiße. Das ist absoluter Bockmist. Bockmist. Das muss zu. Das ist auf, da kommt's raus. Geht zu und das geht auch zu. Meine Ducks. Duck, duck, ducks. Gut, man kann natürlich sagen, komm, hier brauchen wir nur eine Kiste. Pink. Man kann die nicht stacken. Ah, doch, gut. Dann bin ich beruhigt. Oh, das ist aber ganz schön teuer, ne? Auf den Mond zu kommen? Ja, die ganzen Wafer zu machen ist voll teuer. Kein Zuckerschlecke, ne? Du brauchst für jeden Wafer einen Repeater. Mein Drache macht gerade wieder Theater. Party. Party, Party. Und für jeden Wafer brauchst du auch einen Diamanten. Ich meine, das ist in dem Modpack jetzt nicht so schlimm, aber... Und? Du musst bei der Maschine dabei stehen. Huch, er macht aber drei... Okay, okay. Da macht er also drei Wafer. Okay. Bei den Advanced Wafer macht er nur einen pro Diamant. Ist okay. Bei dem Basic macht er drei. Ist ja okay. Oh, die Aussicht schon wieder aufhören hier. Oder ist er vom Mond gefallen? Tankladefehler. Ich fand's geil, dass einer Richtung Sonne geflogen ist. Ihr fliegt in die falsche Richtung. Ey, die Sonne ist das falsche Ziel. So. Gehen ja wieder. Kein Bock mehr. Was ist denn da los? Ist er wieder da? Wer? Sachse ist wieder da. Auch ein Anvil. Was war denn da los? Was da los? Was da los, Junge? Würde die Nancy jetzt sagen. 1, 2, 3. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn die Ossis sich nicht sehen. Ach, Mann. JNP Sticker. Leute. Ach, ich habe Aluminiumblöcke gemacht. Wie doof ist das denn? Ich wollte Eisenblöcke machen. Aluminium und Eisen, ne? Das ist so ein Kackmaterial. So. Ein Anvil, bitte. Geleckt. Geleckt hat er. Geleckt. Da. Dann haben wir den Kompressor. Der Fuel braucht. Wieso lässt der sich jetzt nicht anschließen? Willst du mich ver... Achso, ich hätte den Electric Kompressor bauen können. Okay. Ach, Leute. Schon so ein bisschen traurig, dass wir sagten, ja, wir schaffen das ganz schnell. Außenkompressor? Auch jetzt gerade kein Kompressor. Das ist schade. Ich könnte einen anbieten. Ich möchte gerade meine Rohstoffproduktion. Under pressure. Ach, Nefi. Was denn? Under pressure. Ah, da brauche ich aber einen Ingot-Kompressor. Goro. Ja, lieber Nefias? Das ist ja voll anstrengend. Hä? Ach so, ich muss den normalen Kompressor... Ach so, okay, ich brauche den normalen Kompressor trotzdem. So, was ist noch eine geile Maschine zu haben? I don't Knopf. Redstone Furnace habe ich, einen Pulverizer habe ich. Each Leaf Block.
Okay, Maru. Okay. Habe ich verstanden. Alles klar. Moment, da stand doch jetzt gerade nur das... Ah, okay. Ich weiß, was er geguckt hat. Für Sauerstoff. Wie die, weil du brauchst auf dem Mond Bäume. Damit du Sauerstoff da oben hast. Also du musst die Bäume halt... Ja, du musst da oben Bäume, ja. Was ist noch gut zu haben? Ich geh mal mit dir gucken, was du noch hast. Hier war doch gerade ein Sapling, oder? Jukebox? Zaun? Trapdoor. Hier war doch ein Sapling bei, oder? Ich versuch's einfach. Hallo? Nein, 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 noch nicht kompressen, noch nicht kompressen. Oh. Okay, das geht anscheinend nicht. Hi. Guck grad. Eine Sawmill hast du ja auch noch. Mhm. Was ist das hier? Redstone Furnace, Pulverizer, Sawmill, okay. Mhm. Das hab ich alles. Was war das hier noch? Das war dieser Steinmacher, ne? Mhm. Und dafür brauchte man Aquonus Accumulator. Mhm. Und der pumpt dann das Wasser in das Ding und dann pumpst du Lava in das Ding. Ja, ja. Okay. Warum geht das jetzt nicht? Darf da kein Holz drin sein? Was macht er denn, wenn ich das jetzt drücke? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich auch nicht gut an. Das sind wir noch nicht. Nipi! Ja? Nipi, das stört mich! Dann guck mir an! Was machst du da? Ist der Kompressor, der macht Geräusche, wenn er arbeitet. Lol. Ist voll gut. Ich feier sowas immer. Warum kannst du da mit anderen Leuten auf den Sack gehen? So als Nachbar. Die ganze Zeit. Das Ding automatisiert und die ganze Zeit. Ich geh dir auch mit meiner Gasstatue auf den Sack. Nein. Jetzt brauch ich Kohle. Das ist gleich bei 28, ne? Ja, ich weiß. Das fiel mir plötzlich so ein, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon? So, mein Wecker hat jetzt auch gerade geklingelt. Ein sehr guter Wecker. Ja, der ist super geil. Super geil, super geil. Kann ich die Maschine irgendwie einfach irgendwie sind die Rezepte hier falsch. Die Maschinen kann ich einfach laufen lassen. Die tun ja keinem weh, oder? Nee, die tun keinem weh. Oder muss ich die ausmachen? Ja, eigentlich nicht. Sollten wir den Server verlassen, meine ich jetzt. Sollten wir. So, Nephias, dann erstmal vielen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!